aus der Küche. Und zwar dachte ich, nehme ich euch mal zu einem Blitzrezept mit. Und ich backe super gerne Brot selbst. Und Brot ist ja meistens so eine Sache, die dauert dann doch immer mal ein bisschen länger. Einfach aus dem Grund, weil das Brot dann gehen muss mit der Hefe. Und ich habe ein super tolles Rezept, das mega schnell geht und überhaupt gar keine Hefe beinhaltet. Und genau genommen habe ich mehrere solche tolle Rezepte. Und ich dachte, das teile ich mit euch und fange das heute an. Und wir bereiten jetzt ganz einfach ein Malzbrot zu. Und das Tolle bei dem Brot ist, sage ich gleich, das ist sowas von individuell gestaltbar, weil ihr da alles reinschmeißen könnt, was ihr wollt, auch was ihr Bock habt. Walnüsse, Sonnenblumenkerne, völlig egal. Ihr könnt alles reinmachen, draufstreuen, worauf ihr gerade Lust habt und habt quasi jedes Mal ein anderes Brot. Genau, ich würde sagen, wir legen los. Ich sollte der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass ich zusätzlich oder parallel, besser gesagt, zu diesem Video auch noch am Arbeiten bin. Das heißt, ich drehe gerade Tupper-Videos für eine Online-Party. Und da ich sowieso, wie ihr alle wisst, fast nur Tupper-Sachen zu Hause habe, aufgrund meines Nebenjobs, würde ich einfach hier mal eine Dauerwerbesendung oder eine Werbung einblenden. Nicht, dass ich hier irgendwie noch einen Karrenpiss bekomme. Das Video ist weder gesponsert noch sonst was. Das sind meine ganz normalen privaten Sachen. Aber man weiß ja nie. Von daher, das kann man aber auch ohne Tupper machen. Also ihr braucht da jetzt nicht zwangsläufig Tupperware zu Hause. Könnt ihr mit jeder normalen anderen Form auch machen. Wollte ich nur noch kurz erwähnen. So, jetzt aber. Los geht's. Das ergibt jetzt das schnellste Brot der Welt und zwar unser Lieblingsbrot. Das ist super individuell gestaltbar, aber die Basic ist so einfach. Alles, was ihr dazu braucht, sind 500 Gramm normales Weizenmehl, ein Päckchen Backpulver, dann eine Flasche Malzbier, 400 Milliliter bis 500, je nachdem wie viele Körner reinkommen und eine Prise Salz. Und ich backe das natürlich, ist ganz klar, in meiner Ultra Pro 1,8 Liter Kastenform von Tupper. Aber das könnt ihr in jeder anderen x-beliebigen Form natürlich auch machen. Das kann man auch in einer ovalen Form machen, dann wird es nicht so hoch, aber ein bisschen breiter. Ist völlig wurscht, in was ihr euer Brot backt. Ich besitze halt eben diese, deswegen benutzen wir diese, aber es ist kein Muss. Zuallererst werden jetzt die Zutaten, die ich vorgestellt habe, stehen auch unten in der Infobox, erstmal zusammengekippt und dann vermengt. Hier beginne ich dann jetzt schon mal so die Zutaten hinzuzugeben, die ich gerne in meinem Brot hätte. Und da könnt ihr von Walnüssen über Haselnüsse, über Sesam, egal was, alles reinmachen. Und das ist eben das Schöne am Brot. Also wir mögen auf jeden Fall Sonnenblumenkerne ganz gerne drin. Und ich hätte auch gerne noch ein paar Chiasamen dabei. Und dann gebe ich noch ein paar Leinsamen hinein und vermische das jetzt so lange, bis es einen homogenen Teig ergibt. Und wenn ich merke, ich habe zu wenig Flüssigkeit, nehme ich mir dann eben noch meinen Rest Malzbier und kippe das dazu. Körner hat eigentlich ganz gut gereicht. Ich habe noch ein bisschen in meiner Flasche drin, also es ist eine 500 Milliliter Flasche. Ja, ich würde sagen, so um die 400 Milliliter bin ich eigentlich ganz gut hingekommen. Dann nehme ich hier mir meine Ultraform. Wichtig ist es, dass eure Form einen Deckel hat, denn den brauchen wir. Dann nehmt ihr euch einen Pinsel. Damit gehe ich jetzt in die Butter. Und fette mir meine Form ein, dass das Brot dann später auch gut löslich ist. Dann nehme ich mir wieder meinen Teig und gebe den hier in die Form hinein. Okay.
und verteile den so noch ein bisschen, dass er eben überall in der Form drin ist. Und bevor ich jetzt die Form in den Ofen gebe, streue ich mir hier noch ein paar Kerne obendrauf. Und zwar noch ein paar Sonnenblumen und ein paar Chia-Kerne. Also dann sieht es so ein bisschen aus wie so ein Weltmeisterbrot oder so. So ein meisterliches. Und das Ganze kommt dann bei 180 Grad Umluft 40 Minuten zugedeckt in den Ofen. Und nach 40 Minuten holen wir uns das Brot raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Brot habe ich jetzt nach 40 Minuten aus dem Ofen genommen und das Ganze sieht jetzt so aus. Und dass wir eine schöne Kruste bekommen, geben wir jetzt hier noch ein bisschen Wasser auf die Oberfläche und dann kommt das Ganze wieder 10 Minuten in den Backofen und danach ist es fertig und dann wird es auskühlen lassen. Und die nächsten 10 Minuten sind um und so sieht das Brot jetzt aus. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Und das geht jetzt auch hier schon super leicht aus der Form, weil wir sie ja gut eingefettet haben. Und jetzt stelle ich das Brot auf einen Rost und lasse es auskühlen, denn warmes bzw. heißes Brot kann man schlecht schneiden. Und dann zeige ich euch noch, wie lecker, lecker das von innen aussieht und auch wirklich schmeckt. Und das Ganze hat mich jetzt, ja, nicht ganz eine Stunde Arbeit gekostet mit Ofen und dem Teig machen. Und ich weiß nicht, also ich kenne kein Brotrezept, das so schnell wirklich funktioniert und auch noch so gut dabei schmeckt. Und insgesamt 45 oder 50 Minuten mit allem drum und dran. Und wenn ihr gerne auch Sachen selbst macht in der Küche, dann habe ich noch das ein oder andere Rezept, was folgen kann und die Serie erweitern kann. Denn ich bin jemand, ich mag gerne Sachen, die schnell und einfach gehen, aber auch super gut dabei schmecken. Und dieses Brot ist definitiv eins meiner Spitzenreiter. Wenn ihr gerne Brot selbst macht, probiert es unbedingt mal aus. Wie gesagt, das Rezept ist unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und wie es euch gelungen ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!